Hallo und herzlich willkommen bei Saminda auf meinem Kanal und bei Generation Zero. Ja, hallo erstmal mit Kamera. Und wie ihr seht, haben wir keine Option mehr, das Spiel zu laden. Ich hatte letzte Woche bereits 2 Folgen hochgeladen am Wochenende und habe auch schon Aufnahmen gestartet oder vorbereitet. Bis Ende März hatte ich die auch schon hochgeladen, damit die einfach nur noch freigeschaltet werden konnten. Ja, ich werde euch aber im Spiel, wenn wir im Spiel sind, erzählen, warum wir nochmal komplett von vorne anfangen. Wir erstellen jetzt erst einmal unseren Charakter und zwar, ich nehme wieder die beliebte. Genau. Hier auch wieder A, so wie wir das vorher auch hatten. Schwierigkeit ist wieder Scharmützel und automatische Schwierigkeitsanpassung, die lasse ich hier auch an. Okay, wir schauen uns jetzt noch einmal das Intro an. Bis gleich. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte Schweden einen wirtschaftlichen Aufschwung, weil es den Krieg unbeschadet überstanden hatte. Doch die Furcht vor einem neuerlichen Krieg war nun sehr real. Die schwedische Regierung investierte in ein Programm, das als Gesamtverteidigung bekannt werden sollte. In den kommenden Jahren erhöhte Schweden drastisch seine Militärausgaben und bereitete gleichzeitig seine Bevölkerung auf zukünftige Angriffe vor. Jedem Mann, jede Frau und jedem Kind wurde eingeschärft, für den Krieg vorbereitet zu sein. Sie sollten genau wissen, was zu tun sei und wohin sie gehen sollten, sobald die Sirenen ertönen. Esther Törn, 1989. Du hast mit einigen Klassenkameraden ein paar Tage verbracht, abgeschnitten von der Welt. Bei eurer Rückkehr wird euer Boot von einem Sprengkörper getroffen. Ihr wisst nicht, was auf euch gefeuert wurde oder warum. Ihr schafft es ans Ufer, verwundet, aber am Leben. So, und da sind wir wieder. Am Anfang von unserem Urlaub zurück und erkunden zusammen nochmal dasselbe, was wir in den ersten 2 Folgen auch schon erkundet hatten. Ja, warum ich von vorne neu starte, ist ein Grund. Leider ist Generation Zero ein Spiel, was sehr viele Bugs hat. Und darunter gibt es halt Soundbugs, die uns mit Sicherheit hier auch wieder begegnen werden. Weil, die hatte ich dann, also wie gesagt, ich hatte ja schon einiges vorbereitet. Bis Ende März hatte ich schon Videos hochgeladen. Und da gab es halt wieder Soundbugs, die es damals, als ich das gespielt habe, auch gab. Also die wurden leider bisher noch nicht behoben. Und dann gab es halt irgendeinen komischen Spielfehler, den hatte ich vorher noch nie gehabt. Aber ja, es war so, ich habe ja den Charakter, also ich habe das komplette Spiel ja extra jetzt für die Aufnahme wieder bei Steam geladen. Also ich hatte das nicht mehr auf meinem PC gehabt. Hatte auch Charaktere und alles, die ich gespielt habe, nicht mehr gehabt. Aber trotzdem wurde von meinem Charakter von damals einiges in dieses Spiel hier überschrieben. Da, ich habe aber auch die Cloud-Speicherung bei Steam nicht an. Also es kann nicht in der Cloud gewesen sein, das muss irgendwo auf meinem PC gewesen sein, wo die Daten gespeichert gewesen sind. Und ich habe jetzt ein Problem gehabt. Ich zeige es euch. Also wir bekommen hier im Laufe des Spieles
eine Relaisantenne zum Beispiel. Und die war jetzt bei meinem Spielstand, den ich aufgenommen habe, nicht mehr vorhanden. Mir wurde aber angezeigt, dass sie noch da wäre und ich sie zerstören könnte. Und solche Fehler sind dann mehrfach aufgetreten, dass ich einfach gesagt habe, nee, so macht es mir keinen Spaß, so würde ich nicht weiterspielen. Weil da waren auch Sachen zum Beispiel, wir kommen ja hier bei der Zuflucht in die Kirche, was unser erster richtiger Zufluchtsort werden wird. Und da steht eine Truhe. Und diese Truhe war dann auch mit den ganzen Sachen, die ich damals mit meinem Charakter gesammelt habe, schon vorhanden. Also ich hatte dann schon hochwertige Waffen gehabt, die man erst später im Spiel bekommt. Und ja, das war... Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Und darum habe ich dann gesagt, nee, dann fangen wir nochmal ganz von vorne an. Und ja, da sind wir jetzt. Legen nochmal los. Aber ja, das sollte ja kein Problem sein. So, komm mal hier hoch. Moment, jetzt geht das wieder los, dass ich hier nicht aufs Dach komme. Obwohl ich diesmal diese Seite hier nehme. So, haben wir es. Und... Hops, na, geht doch. So. Wir sammeln jetzt alles auf. Ich werde jetzt diesmal das auch so machen. Letztes Mal hatte ich das ja gemacht, dass ich immer nur die Patronen mitgenommen habe von den Waffen, die ich auch eingesammelt habe. Aber letztendlich, man bekommt ja irgendwann auch die guten Waffen. Hänge ich jetzt im Zaun fest? Ja, natürlich. Man bekommt ja irgendwann auch die guten Waffen. Und letztendlich ist es ja dann auch Quatsch, weil die paar Patronen, die machen die Taschen dann auch nicht voll. Also jetzt nehme ich wirklich auch alles mit erstmal. Solange wir keine Not haben, dass wir überbelastet wären, ist alles in Ordnung. So, okay. Gut. Ich lasse auch die beiden Folgen, die lasse ich auch bei YouTube drauf. Ich werde das aber kenntlich machen, dass ja, wir praktisch den Spielstand nochmal neu gestartet haben. So, dann schauen wir mal, dass wir hier erstmal alles einsammeln. Ja, leider sind dadurch halt ein paar lustige Szenen nicht mehr vorhanden, weil es gab schon einige Tänze mit den Maschinen, aber... Da werden wir auch wieder neue Gelegenheiten bekommen. Gerade jetzt, wo ich noch keine vernünftige Waffe habe. Das wird schon. Okay. So. Hier haben wir jetzt alles bei den Autos. Hier nochmal gucken. Ich mache auch überall immer die Türen auf. Nicht wundern. Auch wenn man sieht, wenn man auf der einen Seite aufmacht, dass die andere Tür... eigentlich nutzlos wäre, sie zu öffnen. Aber manchmal übersehe ich Dinge und dann schaue ich lieber doppelt nach. Und darum reiße ich immer alle Türen auf. So. So, wir werden uns jetzt erst einmal die Mission angucken. Beziehungsweise wir werden jetzt erstmal gucken, was wir hier bereits schon für Waffen gesammelt haben. Wir haben die Möller, wir haben die Glock. So, bei der Glock haben wir... 22 Vollmantelmunition, das sind die Allround-Patronen, also damit können wir Panzer, die hat Panzerdurchschlagskraft und macht Komponentenschaden. Ich werde ihr hier auch diesen Schalldämpfer aufsetzen, weil ich die Waffe hier auch bevorzugt spiele. So, dann haben wir die Möller. Hier haben wir Hohlspitzmunition, die sind eher schwach. Darum werden wir das jetzt auch so machen. Die Glock kommt hier auf die 1. Die Möller kommt hier auf die 2. Und wir werden, solange wir keine andere Waffe haben, den Schläger hier auf die 3 nehmen, falls uns tatsächlich mal die Patronen ausgehen und wir uns in den Nahkampf stürzen müssen. So, Erste-Hilfe-Set. Die sind unglaublich wichtig bei mir. Nein, Moment, die wollte ich auf die 7 packen. Genau, da bin ich das gewöhnt.
Das Fernglas, das kommt auf die 8. So, hier haben wir dann auch ein Standard-Erste-Hilfe-Set. Adrenalinspritze und hier diese Notsignalfackel, die bei mir einfach nicht funktioniert. Egal, wo ich die wann losschicke, kommen die Maschinen zu mir angerannt und nicht dahin. So. Ausgestattet sind wir jetzt. So, wir gehen jetzt hier noch schnell einmal hin, bei dem Traktor und bei dem Auto da hinten gucken. Es warten hier wieder keine Viecherchens auf uns. Das ist gut. Auch hier haben wir einen Rucksack. Letztes Mal war hier. Oh, und wir haben eine Narbe. Moment, die Narbe, die möchte ich direkt haben. So. Auch bei den Haaren wollte ich noch. Ich möchte bitte dunkle Haare haben. Moment. Genau, hier waren die. Und dann die ganzen in Schwarz. So. Und dann werden wir uns die Narbe ins Gesicht nehmen. So. Okay. So, sammel das mal. Warte, Moment. Dann geh in die Hocke, wenn du so nicht drankommst. Sehr schön. Erste-Hilfe-Set. Okay, alles leer. Hier sind keine Viecherchens. Dann gehen wir jetzt zum Polizeiwagen. Da sollen wir ja hin. Ach so, ich wollte ja die Mission einmal vorlesen, ne? Morgendämmerung. Als deine Gruppe nach einem Wochenendausflug auf einer Insel wieder in Iboholmen eintrifft, wird euch sofort klar, dass etwas nicht stimmt. Etwas hat euer Boot zerstört und ihr habt es nur mit letzter Kraft an Land geschafft. Das Ding, was auch immer es war, scheint weitergezogen zu sein, aber der Ort wirkt verlassen und unheimlich. Vielleicht verstecken sich Leute in den nahegelegenen Gebäuden, die dir ein bisschen mehr darüber verraten können, was geschehen ist. So, wir haben unsere Missionsgegenstände auch schon eingesammelt. Da ist einmal der Brief von den Eltern, auf dem Küchentisch lag er. Bengts handschriftliche Notiz. Metz, wir haben versucht, dich zu Hause anzurufen, aber du bist wahrscheinlich zur Station geeilt, sobald du den Bereitschaftsalarm gehört hast. Du hast wahrscheinlich bereits genug am Hals, aber wenn du das hier liest, mach dir keine Sorgen um Mama und mich. Uns geht das gut und wir werden rüber ins Dorf fahren und dort in Ruhe abwarten. Sei vorsichtig, Mama und Papa. Dann haben wir hier die Zivilschutzbroschüre, wenn der Krieg kommt. Vorder- und Rückseite der 1983er Ausgabe der Zivilschutzbroschüre, wenn der Krieg kommt. Während des Kalten Krieges hat die schwedische Regierung im Rahmen des Totalförsvar-Programms, totale Verteidigung, eine öffentliche Informationsbroschüre herausgegeben und an jeden einzelnen Haushalt in Schweden verteilt. Die Bekanntmachung enthielt Anweisungen, wie die Zivilisten im Fall einer größeren nationalen Krise, insbesondere in einer Invasion durch eine fremde Macht oder einen Atomkrieg, handeln sollten. Zur Zeit der späten 80er Jahre war jedem Bürger bewusst, dass Hesa Fredrik, der Spitzname für die schwedische zivile Verteidigungssirene, zu jeder Zeit aufheulen konnte und wusste, wo sich der nächste Schutzraum befand und welche Besitztümer er mitnehmen sollte. Auf der Rückseite des Dokuments befinden sich eine Zusammenfassung der vier Arten von Warnsignalen und wie man diese erkennt. Bereitschaftsalarm. Unmittelbare Kriegsgefahr. Entsendung zum Mobilmachungsort in Kriegszeiten. 30 Sekunden Sirenentöne von 15-sekündigen Pausen unterbrochen. Dauert 5 Minuten lang. Dann kommt der Fliegeralarm, unmittelbare Gefahr, Schutz suchen, kurze Tonsignale für den Zeitraum von 1 Minute. Wichtige öffentliche Bekanntgabe, Radio einschalten, 6 bis 7 Sekunden andauernde Sirenentöne von 12 bis 14 Sekunden langen Pausen unterbrochen. Das Signal kann in Notfällen sowohl in Friedens- als auch in Kriegszeiten verwendet werden, dauert 2 Minuten lang an. Und zum Schluss Gefahr vorbei.
30 bis 40 Sekunden andauerndes Signal. So, dann können wir uns das hier einmal anschauen. Auf der Rückseite sind dann hier auch die Töne eingezeichnet, damit auch wirklich jeder hier Bescheid weiß, wenn etwas nicht in Ordnung ist. So, Moment, ich wollte den hier noch einmal nehmen, auswählen, damit wir auch immer sehen, was wir machen sollen. Ach ja, und was noch ist, mir ist aufgefallen, wir haben nur mit 50 Punkten Leben gestartet. Das müssen wir einmal ganz schnell ändern, weil sonst ist hier die Katastrophe gleich direkt am Anfang wieder los. Ja, gut. Dann nehmen wir uns jetzt hier alles. Hier ist wieder die arme Polizistin, die es nicht geschafft hat. Sie hatte aber auch ein Medi-Set für uns. So, und ja, damit haben wir jetzt auch alles. Gut, finde und zerstöre einen Feind. So, also ich werde mir jetzt diesmal sparen, hier versuchen mit dieser Explosivbox, mit diesem Gaskanister hier praktisch ihn zu erledigen und mit der Fackel anzulocken. Er wird dann sowieso wieder mich im Visier haben, also können wir auch gleich auf ihn los drauf schießen und er auf uns. Lad mal direkt nach. Warte, geh hinter dem Baum, wenn er schießt. Wir müssen unsere Medipads sparen. Ui, geschafft. Gut, damit haben wir jetzt auch eine neue Mission. Morgendämmerung haben wir abgeschlossen und jetzt sollen wir zum Zufluchtsort. Du bist jetzt bewaffnet und kannst dich verteidigen. Das wäre allerdings gut, einen sicheren Ort zu haben, an dem du dich aufhalten und zu dem du zurückkehren kannst, falls sich die Dinge zum Schlimmsten wenden sollten. Wenn du der Straße folgst, solltest du wieder auf Zivilisation und andere Menschen treffen oder im schlimmsten Fall zumindest ein Versteck finden. So. Dann gehen wir mal weiter. Ja, war jetzt nicht ganz so spektakulär wie bei meiner ersten Folge, aber die Dinge kommen noch. Die Dinge kommen noch, das glaubt mir. wieso ist da jetzt einer? Seht ihr, es geht schon los. Also schon hat mich die Panik hier wieder gepackt. Jetzt läuft auch das Tutorial wieder. Das war letztes Mal auch nicht, aber das ist jetzt halt weniger wild. Ich weiß ja in etwa, was man hier machen muss. Auch wenn ich das nicht immer so richtig umsetze. So, Moment, Moment. Wir schleichen uns von hinten. Erst einmal langsam ran, damit wir da Sicherheit beim Baum haben. Und dann schießen wir auf ihn. Wo ist er? Er rennt weg. Okay, dann lad mal nach. Oh, 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 wir haben nicht mehr viele Waffen. Nicht viel Waffen. Patronen meine ich. Ach, schon erledigt? Sehr gut. Ja, man merkt, ich bin es schon etwas gewöhnt, jetzt gegen die Maschinen zu kämpfen. Aber auch nur gegen die Hündchen. Die anderen, die werden dann schon etwas anders werden. So. Jetzt kommen wir hier vorne gleich zu den beiden Autos, wo wir die Nebenmission bekommen mit der Jagdwaffe, genau. Das werden wir jetzt auch machen, bevor wir zum Zufluchtsort gehen, also genauso wie beim letzten Mal praktisch. Warte mal, da war auch gerade einer. Ich suche mal das Auto und dann gehen wir mal eben dahin gucken, wer uns da fixiert hat. So.
Okay. So. Aber sehr vorsichtig, ich höre den schon, das Hündchen. Pass auf. Da ist wieder so ein Baum. Pass auf, ich höre hier irgendwie mehrere, wenn ich mich nicht täusche. Da ist einer beim Auto, der bewacht da dieses Auto. Wir werden uns hier hinter der Birke verstecken. Oh, da liegt jemand. Ist so ein gefährlicher, ne? Oh, ja. Das ist kein orangenes Hündchen. Lass den Baum da stehen. Nimm den jetzt nicht mit. Das kannst du nachher machen. Wir haben nur noch 12 Munition. Ich hoffe, ich habe in der anderen Waffe dann noch was. Oh, jetzt geht das Gespringe wieder los, Leute. Ich will das nicht. Und vor allem nicht bei ihm. Wo ist er? Ich sehe ihn durch den Nebel nicht. Da ganz hinten irgendwo. Er kommt wieder hierher. Er will wieder springen. Nee, nee. Und wenn ich immer. Nee, 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 nee. Komm mir nicht hinterher gerannt. Nee, 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 nee. Oh, Hilfe, Hilfe. Da kommt mir einfach hinterher. Ja. Oh. Oh, jetzt versteckt er sich hinterm Baum. Oh. Oh, ich habe nur noch 7 Patronen. Das ist eine Katastrophe hier. Warte, Moment. Oh. Oh, nicht getroffen. Oh, Gott sei Dank. Noch eine Patrone haben wir übrig. Uiuiui. Ui. Ja, jetzt können wir uns da mal diesen Baum da mitnehmen. Ui. So, und vor allem schauen wir uns mal jetzt hier an. Hinten sind wieder so Geräusche. So, armer Kerl. Dein Kram nehmen wir aber mit. So, hier waren wir beim letzten Mal nicht, ne? Da sind wir gar nicht hingegangen. Wenn ich mich richtig erinnere. Da ist alles leer. Okay, wir sind jetzt hier. Wir gehen jetzt hier wieder runter und gehen hier zu der Kreuzung, wo die Autos stehen, wieder zurück. Genau. So. Das eine Auto hatten wir ja gerade schon durchsucht. Dann gehen wir noch zu dem Grünen da hinten. So, du gibst nichts her. Okay. So, da haben wir die Mission. Jäger, der Jäger, Brief mit der Adresse des Jägers. Jemand hat in einer sehr stilvollen Handschrift Folgendes auf den Umschlag geschrieben: Kurt Ahlgren, Björknes, Ibo Holmen. Auf dem Brief darin steht: Kurt. Es geht nicht mehr. Ich halte es nicht mehr aus, in Stockholm zu leben, so weit weg von dir. Das war nicht das Richtige für mich, nehme ich an. Ich werde an einem der kommenden Wochenende zu Besuch kommen. Lass uns bald wieder zusammen jagen gehen, okay? Ich glaube, ich habe mich ein wenig für die Jagd erwärmen können. Anni. Gut, wir werden die jetzt anpinnen. Und jetzt, hier ist ja unser Zufluchtsort, wo wir eigentlich hin sollen. Jetzt gehen wir aber hier zur Jägers Jagdhütte. Das haben wir beim letzten Mal genauso gemacht. Und oh.
Das werden wir diesmal auch wieder so machen. Das war's heute mit Generation Zero. Ich hoffe, die Folge von heute hat euch gefallen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.